X-Faktor, präsentiert von Mr. Eddie King. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. Wieder einmal haben wir Sie herausgefordert, Realität und Fantasie zu unterscheiden. Ist es wirklich so passiert? Hat ein FC24-Spieler mit nur Torhütern gewonnen gegen einen anderen Gegner in Division 4? Wir werden es sehen. Yo, was geht, meine Freunde? Ich muss euch erstmal eine Geschichte erzählen. Also ich bin heute Morgen schweißgebadet aufgewacht. Es ist wirklich so passiert. Es klingt zwar seltsam, aber es ist wirklich so passiert. Also mich begegnete im Traum ein höheres Wesen. Er sagte zu mir: Mr. Eddie King, ja genau du. Du musst die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen. Das Klima auf der Welt ist außer Kontrolle. Ich habe gesagt, wie soll ich das machen? Ich bin doch niemand. Ja, aber aus dem Niemand kann auch etwas Großes heranwachsen. Genau, er sagte, seit jeher gab es auf der Welt immer 11 Hüter. 7 Hüter für die Klimazonen und 4 für die Elemente. Genau, so war das. Und er sagte mir, du musst mit diesen 11 Hütern ein Spiel absolvieren, um das Klima der Erde. Wenn du das gewinnst, wirst du das Klima auf der Erde wieder ins Gleichgewicht bringen. Solltest du es nicht gewinnen, dann werden die Menschen auf der Erde es nie verstehen. Nie. Genauso war es. Also, ich hoffe, mit diesem Video werde ich euch wieder ein bisschen Motivation und das gewisse Selbstvertrauen wieder in euch bringen. Mit diesen Worten legen wir los. So, meine Freunde, das ist das Team, das es richten muss. Mit unserem Superstar Jorge Campos, der zu seinen aktiven Zeiten zugleich Torwart als auch Stürmer war. Die Hoffnung ruht auf ihn und auf natürlich auf den anderen. So, meine Freunde, das ist unser Gegner. Oh nein, seht ihr, das ist das Dämonenabzeichen. Das sind die 5, 11 Dämonen, gegen die wir antreten. Das sind, um genauer zu sagen, Klimadämonen. Die wollen das Klima auf der Welt zerstören. Wir müssen sie daran hindern. Kommt schon, Leute. Oh, nein. Schön verteidigt, super. Da läuft der Ocampos. Ah, schade. Paul, das hätte ich auch jetzt gesagt. Ja, schön verteidigt. Böses Foul. Die Dämonen versuchen mit allen Mitteln zu gewinnen. Schön verteidigt,
Komm schon, Ocampos, Baby. Nein, er holt sich den Ball vorne, Ocampos. Nein, das gibt's nicht. Ein wahnsinniges Spiel heute. Schon wieder schön den Ball erobert. Schön den Ball erobert. Ah, aber faul. Nein. Schön. Schön verteidigt. Weiter geht's, Leute. Kommt schon. Kämpfen und siegen. Das ist kein Kinderspiel hier. Ah, schade. Oh nein, da ist das erste Tor für den Gegner. Und wer macht's? Der CO2-Abstoß-Dämon. Nein. Glück gehabt. Nee. Ist der frei durch? Nochmal Glück gehabt. So langsam dürfen wir aber nicht nur auf das Glück vertrauen. Wir müssen selber aktiv werden. Mit seinen Tänzchen, da kann der uns beeindrucken. Nee. Das sind Kinderspielereien da. Auf der Außenbahn gewesen. Ja, da ist das Unentschieden. Komm on, da ist der Ausgleich. Weiter geht's, Leute. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Schönes Tor. Schön verteidigt. Oh, das war knapp, ey. Da macht er jetzt Druck. Oh, böses Foul. Oh, da gibt's nur eine gelbe, Gott sei Dank. Oh nein! Schon wieder der CO2-Dämon, der das Tor macht.
Ja, da ist der Ausgleich wieder. Komm, kommt. Siegen und gewinnen. Hä? Kommt schon, Leute, weiter geht's. Kommt. Pusht euch nochmal. Letzte 45 Minuten. Gebt nochmal Vollgas. Wir haben noch 5 Spieler, die wir einwechseln können. Nein, den wollte ich hochspielen. Ja, schön verteidigt. Schade. Gut gemacht, ey. Oh nein, da greift er wieder an. Nein! Schon wieder! Oh. Oh, oh, oh. Wir müssen mal endlich mal in Führung gehen. Wir dürfen nicht nur immer reagieren. Wir müssen attackieren. Oh, schön gehalten. Nein! Fehler von mir. Komm schon, jawohl, da ist das Ausgleich wieder und jetzt müssen wir mal führen, in Führung gehen, ey. Wir können nicht immer reagieren. Schön gemacht, kommt Leute. Der Sieg ist nahe, ich spür's. Jetzt macht der Druck, der ist sauer. Scheiße, nee, 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 kommt schon, Leute. Sehr gut verteidigt. Schön. Schade. Schön verteidigt. Ha,
mein Gott. Nein. Oh, wir müssen jetzt langsam wechseln. Die Kräfte gehen langsam auch zu Ende. Schön. Ah, letztendlich hat ihnen das Tempo gefehlt. So, wir brauchen neue Spieler. Oh. Ups. Ich darf die nicht einwechseln. Wasserschmarrn, ey. Ich sag doch, die Dämonen arbeiten mit allen Tricks. Die haben das wahrscheinlich so geplant, ey. Oh nein. Komm schon, Leute. Nein! Ein dreckiger Abstauber, kommt schon. Jetzt müssen wir volle Offensive gehen, das nützt nichts. Komm schon! Ja, da ist der Ausgleich! Nein, 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 in letzter Sekunde! Was bedeutet das jetzt? Wir haben einen Unentschieden erreicht. Das müssen wir verhandeln. Mit den Dämonen. So, meine Freunde. Nach langen Hin und Her. Mit den Dämonen haben wir uns letztendlich dazu entschieden, dass wir der Erde nochmal einen Aufschub gewähren von 100 Jahren. Genau, und dann müssen wir ins nächste Duell. Vielleicht haben wir es auch bis dahin begriffen, dass wir was ändern müssen an das Klima. Genau. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Natürlich war das jetzt alles frei erfunden und auch ein bisschen um zum Humor, ein bisschen Geschichte dazu zu bauen. Ich hoffe, euch hat es so gefallen. Es ist ein bisschen verrückt gewesen jetzt, ich weiß. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War ein interessantes, auch eine interessante Erfahrung für mich. Und bis dahin, auf Wiedersehen.